Yes, yes, and I peek at, don't you know? On rigs and runes out just in the night. So, herzlich willkommen hier bei dem Talk wieder auf dem YouTube-Channel. Heute mit dabei wieder mal der Jens Dickel. Sag mal hallo. Hallo. Wir können dich jetzt auch gut sehen, das ist prima, weil wir haben uns in Skype verbunden. Ja, und für Jens war das eben gerade sehr aufregend, weil eben er Skype noch nicht auf dem Handy hatte. Und da musste er jetzt hier einen Kontakt anlegen und bis wir das dann raus hatten, dass alles funktioniert hat, ging es erstmal eine Zeit lang rum, aber jetzt haben wir es geschafft. So. Ja, Jens. Was erzählen wir jetzt den Leuten da draußen auf YouTube? Einfach. Was kann man denen erzählen? Zum Beispiel kannst du denen erklären, warum du immer Schwee sagst. Schwee. Ah, okay, das erzähle ich mir eben gerade. Schwee, das hab ich eigentlich ursprünglich, weißt du, jo, ich muss gestehen, hab ich aus Nidda angeschleppt irgendwie. Aus Nidda? Ja. Das müssen wir noch dazu sagen, dass du gebürtig aus Nidda kommst. Genau wie du. Genau. Richtig. Ja, da ist dein Heimathaus, ne? Ja. Weißt du, mittlerweile ist Dreisam meine Heimat geworden irgendwie. Ah ja. Aber weißt du, weil ich hier in Dreisam mittlerweile mehr Freunde habe als in Nidda, weil in Nidda kennt mich eigentlich kein Mensch mehr. Außer ich, wenn ich mal nach Nidda komme. Du, jo. Aber so zum primären Thema. Das Wort Schwee, das hab ich bei meinem Papa aufgeschnappt. Und dann bei meiner Stiefmutter, sei es drum, aber trotzdem, aber lustig. Ja, stimmt, das ist sehr lustig. No. Als ich das erste Mal bei dir gehört habe, habe ich gedacht, was meint er denn damit? Hast du noch andere Wörter, die so normalerweise ungewöhnlich sind? So. Dazu sagen, also mit Schwede meine ich, bleib locker, bleib geschmeidig, alles gut, alles in Ordnung und so. Also nur Gutes. Okay. So, alles Schwede, alles gut. Alles Schwede. Also ihr Leute da draußen, ja, hier. Ich bin's, euer Tor. Und er sagt immer Schwede. Und dann gibt's noch so ein Wort, das heißt Neißigkeit von her. Was ist denn? So ein Slang von der Neißigkeit her. Ach so. Ja. Ach genau. Bro, soll ich mal meinen Lieblingsspruch bringen? Der da ist. Bunt ist es da sind und granatenstark. Volle Kanne Hoshis. Volle Kanne Hoshis. Na. Und wer hat in die Welt gesetzt? Ne? Wir wissen alle, ja. Bill und Ted. Aber die Originalnamen sind ja Keanu Reeves und Alex Winter. Kennen wir alle hier. Keanu Reeves kenne ich, den anderen nicht so. Und Alex Winter. Das, Alex Winter ist einer bei Napster und The Deep Web und so. Jo, auch ich bin verlegen. Ich merke es mir. Ich bin wieder verlegen und wieder krass. Oh. Ach Quatsch, bist doch gut drauf. Jetzt wird er rot, aber egal. Aus Verlegenheit. Ich habe heute übrigens keine Kappe an, ne? Ich nehme gerade ohne Mütze auf. Was sagst du dazu? Ich mit meinen wenig Haaren, war aber beim Friseur. Von daher. Na denn, war cool. Alles Schwee. 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 Ja, du hast übrigens erraten, was in dem letzten Podcast, was ich da für eine Serie gemeint hatte. Und zwar habe ich gemeint, er hat irgendein Pferd und reitet dadurch. Und da hast du gesagt, Brave Star. Und genau das war's. Ich habe das in deinen Kommentaren gelesen. Stimmt. Ja, eine meiner Lieblingssendungen, Brave Star. Wie meine. Na auch. Was, du guckst auch Anime, ne? Ach. Habe ich eine Zeit lang geguckt. Also spontan fällt mir ein Dragon Ball Z und Dragon Ball GT und überhaupt nicht die Z-Serie. Und aber auch
mittlerweile kenne, ist Dragon Ball Z, der Film, und Dragon Ball Kampf der Götter. Ah, wo so ein Goku dann den nächsthöheren Level erreicht, also von Super Saiyan 3 auf Super Saiyan Gott mit roten Haaren. Mit roten Haaren, deswegen hast du auch mal deine Haare rot gefärbt, richtig? Weil ich bin so ein Goku, aber so cool. Gib ich zu. Oh. So, wir kommen jetzt hier zum Ende. Ich habe leider vergessen, hier unter unseren Bildern die Namen hinzuschreiben. Deswegen merkt euch einfach das Gesicht von dem lieben Jens. Der kommt nämlich jetzt öfter dran. Die Arbeit heute mit dem Skype zu installieren, muss sich ja auszahlen. Und dann machen wir hier und da mal wieder ein Video-Podcast. Können wir machen. Wenn ich wieder einloggen wieder hinbekomme, dann ja. Ja. Da muss ich das nächste Mal dann nur gucken, dass ich die Namen mit drunter mache. Aber die meisten kennen mich ja, dass ich der Talk bin und du bist eben der Jens. Und ja, der ist immer richtig lustig. So, ja? Von dir aber noch mir heimlich wünschen tue, ist, dass du bei den Profilen bitte ein Bundesprofilbild ein nimmst. Ein buntes Thumbnail für YouTube. Farbiges, ja. Die Farbe. Sehr viel bunt, ne? Ja, dass man dich in Farbe sieht, halt eben, würde ich mir von dir wünschen, weißt du. Ja, das kriegen wir hin, weil der Screen, wo wir hier eben gerade aufnehmen, der hat im Hintergrund so Blubberblasen und die sind auch schon sehr buntig. Ah, okay. Die schwirren da so ein bisschen rum, so wie so ein Video halt im Hintergrund. Und auch vergiss nicht, auch dein Skype abzudaten, damit du noch mehr Möglichkeiten haben tust. Was muss ich updaten? Dein Skype, bitte auch dieselben neuen Möglichkeiten haben tust, wie jede andere auch und so. Ja, muss ich machen, ja. Sehr cool. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank fürs Bereitstellen und macht's gut, liebe Leute. Hat mich gefreut und auch. Ja. Tschüss. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und später noch eine gute Nacht. Genau. Und ihr wisst, je nachdem, was ihr gerade für eine Uhrzeit habt, wo ihr dieses Video anschaut. Tschüss. Viertel vor 10 haben wir es besser gesagt. Aber die Leute, die können ja morgens, mittags, abends zuschalten. Das ist ja ein Video. Stimmt. Deswegen viel Spaß bei jeder Zeit, die ihr jetzt auch guckt. Richtig. Okay. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yes, yes, and I began, don't you know, on rigs and